herzlich willkommen bei Resident Evil 7 Biohazard. Ich will nicht. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. So. Ach, ich liebe es. Ich liebe es und ich hasse es so gleichermaßen. Es ist einfach so schön und so schrecklich. Das sind wohl die Eigentümer, die kennen wir schon. Da ist Vater mit Sohnemann. Da ist Töchterlein und da ist Mutter. Das ist eine ganz liebreizende Familie. Da sehe ich mich in 10 Jahren. Da. Hier ist nichts. Hier auch nicht. Ich suche immer noch nach Sachen, die hier rumliegen. Aber hier ist nichts. Außer eine Leiter in den Keller. Du zuerst. Brauch eine nette Einstellung, wie ich die Leiter runterkomme. Also, du zuerst. Mega glaubwürdig. Na gut. Wir haben ja eh keine Wahl. Wir sind der Kameramann. Wir gehen als Erster. Stille Helden. So. Okay. Was siehst du? Was ist? Komm runter, Mann! Jetzt komm runter! Hier ist nichts! Hier ist alles gut! Unser Freund André ist auch schon da. Und offenbar denkt er gerade nach. André? André! Sieht sehr vertrauenserweckend aus, alles. So, ganz vorsichtig. Ich habe immer Angst, dass hier was aus dem Wasser auftaucht oder so. Boah, das stinkt hier auch. Boah, das stinkt hier wie so ein alter Morast. Ich will nichts davon in den Mund kriegen. Wer weiß, was da alles drin ist. So, dann einmal ganz kurz hier durch und gleich. Gleich. Okay, den hatte ich vergessen. Ich hatte ihn gerade vergessen, ich wollte gerade nur zur Tür gehen. Es ist, glaube ich, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, es ist André. Ich glaube, es ist André und der wird inzwischen ein bisschen von Maden zerfressen. Es ist einfach so widerlich. Ja. Es ist unser Freund André. Okay, das war letztes Mal nicht. Was war das? Will ich wissen, was es war? Ich hab mich gerade voll verjagt. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich weiß noch, was in der Demo passiert ist, als wir die Puppe holen wollten. Ist das nicht Mia? Ich glaube, das ist sie, ne? Mitnehmen können wir die nicht. Und das ist vielleicht... Ist das vielleicht das kleine... Das dritte Kind? Das kleine? Das wir... auf der Zeichnung da gesehen haben? Oh nein! Nein! Lass mich in Ruhe! Okay. Badezimmer. Erste-Hilfe-Arznei, sehr, sehr gut. Noch eine Erste-Hilfe-Arznei, gleich mal eingesackt. Sofort auf F getriggert. Da gehe ich doch nicht hin. Da gehe ich nicht hin, ich gehe hier lang. Thank you.
etwas gesünder? Es gab meine eigenen Schritte oder war das von irgendwem anders? I'm sorry, Daddy. Control, erste Hilfe kann er verwenden. Klar, da ist der Riss ja wieder zu. Das ist ja logisch. Was? Lass mich! Okay. Komm, die Axt! Ich liebe dich! Du hättest tot sein sollen, Ethan! Jetzt musst auch du tot sein! Was? Ich will nicht tot sein! Ich bin jung und schön, lass mich Ruhe! In die Fresse! Fröhlichen Walddienstag. Alter. Schatz? Warum sollte ich der Stimme am Telefon vertrauen? Das Blut. Oh nein. Sie ist weg. Mia? Ja, Mia ist schlecht. So. Hat uns ein kleines Geschenk hinterlassen, eine schöne Pfütze. Kann ich hier Blutspuren machen? Nee, schade. Und eine Axt. Oh Gott. Geht das? Nein. Okay, wir haben es probiert, immerhin. Dann machen wir jetzt schnell die Sicherung. Machen wir schnell die Sicherung rein und dann gucken wir mal weiter. So. Sicherung ist drin. Sie ist nirgends zu sehen. Das heißt, wir können jetzt einfach die Treppe hochgehen und dann können wir mal gucken. Ist okay. Ist okay, ich bin's. Ich weiß, du wolltest mir nicht wehtun. Hättest du nicht tun dürfen! Das Bad verdammt will! Warum immer meine Hand?
Warum immer die Hand? Wo gehst du hin? Jetzt sehen wir mal, was du willst. Aber, Alter! Was? Hat die gerade... Und wo ist sie lang? Hier geht's doch, hier ist eine Sackgasse. Wo soll die bitte lang gegangen sein? Hallo? Hallo, ich winke dir. Hallo? Alter, willst du mich verarschen? Hält jetzt die ganze Zeit den Stumpen hier rein? Kann ich... Der dran machen geht ja auch nicht. Hand. Reich mir die Hand. Willst du mich verarschen? Ihre linke Hand, die von mir abgetrennt wurde, sie ist noch warm. Aus Neugier? Okay, ich kann nicht mehr beidhändig angreifen. Und hier unten links, der Stumpen, wenn ich abblocke. Ui, warum hält er den Stumpen überhaupt noch hin? Das bringt doch einfach gar nichts mehr. Da kommt sie jetzt noch und streut ein bisschen Salz drauf. In der Demo allerdings war das verschlossen, wir brauchten den Schlüssel aus dem Keller. Hier ist das Ding einfach offen. Und wir haben gerade 32 Kugeln gefunden auf dem Weg hierher. Das ist sowas von eine Falle. Oh, zurück. Au. Hat die gerade gesagt, lass mich sterben? Du hast mich immer angeschaut. Warum? Meine Hirnschwester! Sie zäh! Was? Sie zäh? Was? Fuck, erwischt. Ich bin gegen's Bett gelaufen. Ja, auf den Stumpen gießen. Sehr gute Idee. Fuck. Aua. Lass mich in Ruhe. Das würde ich gerne, aber du gehst doch hinter mir her, Mann. Oh, komm mal hier durch. Oh, ich bin voll aufgeregt. Sie muss eingedämmt werden. Was ist denn los? Ich muss das tun. Oh, was ist das denn? Achso, mit Leertaste kann ich auch abwehren. Okay, aber ganz ehrlich, eine Kettensäge abwehren halte ich schon für Kunst. Verantwortlich.
Für was eigentlich? Ich habe keine Ahnung. Du hast mich immer angeschaut. Warum? Weil du so schön bist. Hier raus. Kippel. Oh. Au. Oh. Okay, Probe aufs Exempel. Hier ist Licht. Ich sehe meinen Arm nicht. Wir haben einen Arm. Hä, wir haben so eine komische Armbanduhr jetzt links an. Wir haben natürlich die Waffen auch nicht mehr. Ich glaube, die lebt noch, die atmet noch irgendwie. Kann man die schieben? Das habe ich gedacht, um ehrlich zu sein. Ich sehe dich! Hallo! Wie ist es dir ergangen? Ciao! Au. Lauf, 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 lauf! Renn, oh, renn, 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 renn! Alter Mann, Junge! Du kannst es nicht mit deinem alten Mann aufnehmen! Was? Junge, du bist nichts! Nur ein Mann ohne eine Familie! Was? Wann habe ich denn mit den letzten Speicherdaten? Ich weiß gar nicht, wann die waren. Alter, leck mich am Arsch. Ich würde gern zwischenspeichern hier irgendwo. Das wäre ganz fantastisch, wenn ich das könnte. Ach, dachtest du, du könntest dich vor dem Essen davonschleichen. Hat er uns jetzt gesehen? Adi!
Darf ich mal durch? So, ich muss noch ganz kurz durch. Lauf, 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 lauf. Scheiße, doch keinen Sinn. Es hat einfach keinen Sinn. Du Ficker! Verschmeckt ist deine Zeit! Nein! Ficker! Du bist allein! Und jetzt musst du allein sterben! Hä? Ich bin noch gar nicht tot! Ich bin noch gar nicht tot! Der hat gesagt, ich werde sterben! Ich bin noch gar nicht tot! Ich bin noch nicht tot! Drecksack! Dauert nicht mehr lang! Dann finde ich dich und leg dich um! Das stimmt wahrscheinlich. Bitte komm nicht hier, bitte komm nicht hier, bitte komm nicht hier, bitte komm nicht hier, bitte komm nicht hier. Ich bin an dir dran! Stopp! Oh, fuck it! Noch langsamer geht's nicht! Was zum Teufel glaubst du, dass du hingehst, Junge? Ich hau einfach ab. Oh, Alter, ich will speichern. Kann ich bitte speichern? Kann ich hier nicht irgendwo speichern? Kann ich hier nicht irgendwo speichern? Ich will doch einfach nur speichern. Ich will das nicht normal machen. Okay, gut. Hier ist sonst gar nichts. Was haben wir denn jetzt gefunden aus einem Heiltrank? Hier ist noch eine alte... Die miefen furchtbar. Warum bauen die sowas ein? Da hängen alte, ekelhafte Socken und der riecht jetzt dran. Warum wird's... Was? Warum? Ein Horrorspiel, in dem man an Socken riechen kann. Seems legit. Also ich würde gerne ein paar Tote sehen. Ich hoffe, das ist okay für euch. Also wenn ich sterbe, ist es immer extra. Grundsätzlich ist es immer extra. Ich mache das nie aus Versehen. Wir müssen hier raus, verdammt! Zuerst erzählen Sie mir, was Sie hier draußen so spät alleine machen. Ich? Was ist mit Ihnen? Das ist mein Job. Machen Sie Ihren Job und antworten! Antworten Sie endlich! Sie würden mir nicht glauben, wenn ich es Ihnen erzähle. Ach ja? Hey, das Tor! Ah. Das Stopp. Tor aufmachen! Was machen Sie da? Pistole? Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Mich auch? Ist das ein Ja? Komm schon! Komm schon! Nein, 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 lass mich rein! Nur eine Art, wie das hier ausgeht. Das gibt's doch nicht. Das kannst du nicht wegfahren. Nein, du fährst nicht. Fang besser an zu laufen, Junge. Alter, was? Willst du mich verarschen? Oh, yeah. Was hat der für einen fucking Wendekreis? Was hat der für einen fucking Wendekreis? Willst du mich verarschen? Alter. Scheiße, ich werde jeden einzelnen von euch umbringen. Mich aber nicht, ich bin dein Sohn. Hä, was?
Wo ist er? Was? Wo ist er hin? Oh, was? Mist. Das ist Auto, Eve. Alter, was machst du denn da? Scheiße! Beenden wir das, du und ich. Oh ja, wollen wir eine Spritztour machen? Nein, bist du scheiße, Mann! Nein! Komm. Scheiße! Und jetzt? Ne. Oh, Junge! Schau, was du an... sofort wieder speichern, aber komme ich hier wieder raus? Oh, Pistolmunition, gut zu wissen. Der hat ein fucking Funkgerät, nimm das Funkgerät, hol Hilfe! Hol Hilfe! Warum nimmt er das Funkgerät nicht? Vater, bleib liegen. Ah. Hab ich deine Aufmerksamkeit, Junge? Du wirst gleich was Wunderbares sehen. Scheiße! Oh, ich will hier weg. Oh, der ist immer noch nicht tot. Ich will speichern. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zur nächsten Aufnahme. Grüßt mir in die Zukunft, gerungen, das arme Schwein. Ich hoffe, wir sehen uns wieder in einem Stück. Bis gleich. Ciao.